Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Green Hell. So, wir sollen uns hier so richtig schön einen Hieb verpassen mit einer zeremoniellen Schüssel. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie das mit dem Ayahuasca war. Das heißt, ich muss erstmal hier in mein Tagebuch reingucken. Wo war dieses Zeugs? Wo war dieses Rezept dafür? Erkunde den verbrannten Bereich der Karte, stelle noch einen Ayahuasca her. Genau. Suche Hilfe. Also, sonst kann man hier nicht umblättern. Mal schauen. Aus den Ayahuasca, genau. Ist das sicher? Schritt 1. Entzünde ein Feuer unter einem zeremoniellen Kessel. Wirf die Zutaten. Schritt 2. Sammle die Zutaten, wirf sie hinein. Banisteriopsis carpi, genau. Lianenstreifen, die in den Dschungelbäumen wachsen. Psychotria viridis, Blätter und rote Früchte des Buschs. Okay. Das heißt, wir brauchen diesen roten Busch und wir brauchen diese Liane. Die Lianen, die wachsen immer an den richtig großen Bäumen. Jetzt weiß ich nicht genau, ob hier so ein Teil stand. Hier ist alles aus Bambus, ne? Ich glaube, hier wird es das nicht geben. Aber vielleicht finden wir diesen roten Busch hier. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal runter müssen. Ja, hier ist nichts, ne? Auf der anderen Seite würde es natürlich Sinn machen, dass die Entwickler direkt hier die Zutaten irgendwo auch platzieren, dass man die hier direkt sammeln kann, aber es kann auch gut sein, dass wir da... Aber wir gucken mal hier, was wir hier haben. Da haben wir Seerosen, Molinaria und hier haben wir die Obsidianklinge. Da haben wir leider keinen Platz mehr für, ne? Aber wir haben auch eine Obsidian, die ist 44. Warte mal, wenn ich die hier hinschmeiße. Obsidian-Knochenklinge. Obsidianklinge. Wenn ich damit jetzt herstelle... Und die noch da dabei packe. Ja, das geht nicht. Naja, gut, aber die ist jedenfalls 100%. Ne? Soll auch okay sein. So, dann klettern wir mal gerade hier runter. Ich weiß gar nicht, ob der speichert, wenn man hier so wechselt. Das sind Wildschweine, ne? Na, dann gehen wir mal hier rüber, gucken, ob wir hier irgendwo so eine... Du wirst direkt mal eingesammelt hier. Gehen wir mal gucken, ob wir hier so eine rote Blume finden. Die Liane sollte kein Problem sein. Da weiß ich, wo sie sind. Oh, jetzt sind wir überladen. Ey, das kann nicht dein Ernst sein. Echt. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Da sind wir gleich wieder überladen. Ah. Mann, 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 Mann. So, hier hängt hier so ein Ding dran. Nee. Dann sind die an den richtig großen Bäumen, ne? Das ist auch keine. Hier kommen wir nicht runter. So ein Mist. Oh, warte mal. Da habe ich Nüsse plumpsen gesehen. Wo ist die zweite? Ach, da. Das da ist nicht diese komische Pflanze, die wir brauchen. Ne? Die wir suchen, die ist was kleiner.
Hier sind jetzt wieder überall Palmen. Baumharz. Bin zum Glück noch nicht überladen. So, da ist so ein großer Baum. Hier sind die großen Bäume. Da kriegen wir die Liane her auf jeden Fall. Die müsste hier irgendwo... Da ist sie schon. Gut, damit hätten wir die Liane. Hier wären noch ein paar Knochen, aber die können wir nicht mehr mitnehmen. Was wir jetzt brauchen, ist halt diese rote Blume da, ne? Und da weiß ich jetzt leider nicht, wo die nächste rumsteht. Die werden wir wohl jetzt suchen müssen. Hätten wir das mal vorher gewusst, dass wir das blöde rote Ding da brauchen, ne? Ah, hier ist sie doch. Die müsste das sein. Psychotria. Und jetzt sind wir überladen. Wegen dem blöden Psychotria da. 50,3. Dann trinke ich jetzt mal was. So. Okay, dann gucken wir mal kurz hier. Hier, wir sind bei 43,23. 43,23. Wir sind genau da drunter. Irgendwo hier müsste es wieder hochgehen. Hier. Was ist denn das hier? Hier steht auch so ein komisches Teil rum. Aber Moment, warte mal. 43,23. Wir müssen ja hier hin. Wenn ich jetzt hier hoch... Warte mal. Wir sind doch eben nicht irgendwo hier runtergegangen, oder? Wir sind ja nicht durch die Höhle durch. Wir waren doch an so einem Felsvorsprung, wo wir runtergegangen sind. Hier ist wieder das Lager. Ah ja, genau. Warte mal so. Und dann bauen wir hier. Dann sind wir hier außen rum. Habe ich hier noch irgendwas rumliegen? Nur die Paranussschale. Okay. Da sind wir eben runtergegangen. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schwupp. Schmeißen wir mal einen Haken aus. Der einen Krach macht. Um da hochzukommen. So, jetzt sind wir natürlich schon relativ spät. Beziehungsweise es ist schon relativ spät, das heißt, ich würde jetzt doch erstmal noch die Nacht hier schlafen. Uns geht soweit ganz gut. Wie lange hält unser Essen hier? 16 Stunden. Ein Tag, eine Stunde. Meine Energiepilze sind alle am Arsch. Oh, ich schlafe hier drin.
Warum soll ich mich denn da draußen in den Regen legen, wenn ich hier in der Höhle schlafen kann? Stunden noch. So, schlafen wir noch mal irgendwie bis um 6 oder so. So, dann ist es wenigstens hell. Problem ist, jetzt regnet's, dann kriegen wir da kein Feuer hin, ne? Aber wir können es schon mal hinbauen. Trinken. Beziehungsweise wir gucken mal, der ist leer, ne? Dann machen wir das mal so. Dann kann das nochmal voll werden. Das Ding hält noch 12 Stunden. Da können wir aber essen. So, jetzt regnet es gerade nicht. Das heißt, wir machen jetzt ein Feuer. Ja, doch, so. So, benutzen. Ayahuasca hineinstecken. So, die? Nee. Das geht auch nicht. Herstellen. Hä? Was war das denn? So, das haben wir. Schritt 4. Bring alles zum Kochen und trinke aus einer zeremoniellen Schüssel. Muss da erst noch Wasser rein? Oh, jetzt hat er das Feuer ausgemacht. Ey, ich werd wahnsinnig. Wieso kriege ich das nicht da rein? Verstehe ich denn da gerade nicht. Blätter und rote Früchte des Buschs. Schritt 2. Sammle die Zutaten und wirf sie hinein. So, einfach mit E hineinstecken. Ah, Mann. So, jetzt gibt das hier mal. Jetzt gibt das hier mal so den richtigen Hammer, ey. Eieieiei, ey. Ein heiliges Gebräu. Jawohl. Ach, da war ich mal gerade hier. Ein Screenshot von noch. Ein tierischer Flash. Direkt nochmal so eine Höhle. Eieieiei. Hier geht's aber steil runter. Uiuiui. Wir kommen nie mehr nach Hause. Thank you.
Oh, hauer, hauer. Und das sieht aber merkwürdig aus. Das sieht ja aus, als wären wir daheim. Automatic Door. Higgins. Wir sind irgendwie in unserem Büro oder so. Is this my office? Aha. Die Funkie oder auch Herzblattlilie ist eine krautartige Pflanze mit kleinen herabhängenden Blüten in weiß oder lila und herzförmigen grünen Blättern, die sich durch helle Ränder auszeichnen. Zumindest sehen so die Funkien aus, die von den Indios in Südamerika benutzt wurden. Doch es gibt zahllose Unterarten, die sich durch Größe, Farbe und die lange oder runde Form der Blätter unterscheiden. Diese schattentolerante, pflegeleichte Pflanze wird in vielen Ländern der Welt angebaut und meist zur Zierde verwendet. In Asien essen die Leute ihre neu gewachsenen Blätter und Sprosse. Doch in den Regenwäldern voller giftiger Schlangen und Frösche ist die schöne Optik dieser Spezies eher zweitrangig. Viel wichtiger sind ihre medizinischen Eigenschaften, deren Grundlage chemische Verbindungen namens Saponine sind. Diese Saponine wirken gegen Entzündungen, Pilze und Viren, allerdings ist die Funkie ihretwegen für Katzen und Hunde giftig. Für Menschen kann sie hingegen der Retter in der Not sein, vor allem wenn man mitten im Dschungel lebt und keinen Zugang zur modernen Medizin hat. Eine Bandage aus Funkienblättern eignet sich ausgezeichnet zur Behandlung eines Ameisenbisses oder eines Bienenstichs. Die Stoffe in der Pflanze können Reizungen und Ausschläge lindern und falls man von einer Schlange gebissen wurde, sollte man schnellstmöglich ein Gebräu aus gekochten Blättern und Sprossen zu sich nehmen. Dadurch werden die Auswirkungen des Gifts bekämpft. Natürlich kann man Funkien auch essen, um einfach nur den Hunger zu stillen. Dank ihrer Vielseitigkeit ist die Funkie eines der beliebtesten Pflanzen unter den Indios, die in den Wäldern des Amazonas leben. Oh, hier gibt es aber viele Buchseiten. Ey. Boah, ey, das können wir nicht alles lesen. Im Dschungel ist es nicht immer leicht, selbst einfachste Hygieneregeln zu befolgen. Manchmal ist es sogar unmöglich. Okay. Wer soll das alles lesen? Ey. Der Schamane kann die Teilnehmer des Rituals auch in eine Trance versetzen. Es stimmt, dass denn Yahuaca die Ayahuasca trinken. Soziale Interaktionen leichter fallen. Okay, da geht es um diesen Ayahuasca. Rituale. Das ist auch wieder dieses Ayahuasca, dieses Zeugs da. Ich glaube, das hier ist das wirklich Wichtige. Füge das Kapitel. Für das Kapitel über natürliche Arzneien, Fundort des Pilzes in den Höhlen des Dschungels. Der Pilz, der von den Indios bei ihren Ritualen verwendet wird, lässt sich in dunklen Höhleneingängen finden und hat die folgenden Eigenschaften. Eine kaum erforschte Pilzart, die im kalten und dunklen Höhlenklima heimisch ist, wächst nicht außerhalb Amazoniens. Was seine Wirkung angeht, sollte ich darüber schreiben? Noch zu erledigen. Verbreitung, Eigenschaften, wie die Indios ihn konsumieren, Auswirkungen auf Leute, weiter mit Mia darüber reden. Die Pflanzenwelt innerhalb von Höhlen variiert je nach Lichteinfall. Die meisten Spezies gedeihen neben Spalten und Rissen, wo sie das Sonnenlicht ungehindert erreicht. Tiefer in der Höhle ist das Licht verstreut, sodass dort nur noch Farne und Moose wachsen können. Und in den tiefsten, dunkelsten Ecken der Höhlen können nur Pilze und Bakterien überleben. Sie ernähren sich von organischen Überresten wie Fledermauskot, toten Insekten und Pflanzenresten. Wie wäre es mit dieser Einführung? Eine völlig neue Spezies, hat sie einen Namen? Noch zu erledigen, erforschen, vergleichen. Aha. Okay, jetzt sind wir hier in unser Büro, ein Büro im Dschungel.
Was müssen wir jetzt noch hier machen? Gibt's hier noch irgendwas? Auf jeden Fall einen schnieken Hund haben wir gehabt. Können wir hier irgendwas öffnen? Also springen kann ich auch nicht. Oder müssen wir jetzt wieder rausgehen einfach? Kann doch sein, dass wir einfach wieder rausgehen müssen, ne? Ausprobieren. Okay. Das ist das Buch, was wir geschrieben haben. Was steht denn da drauf? The Spirits of Amazonia. Die Geister von Amazonien. Okay. So heißt, glaube ich, das DLC vom Spiel, ne? Oh, Wohnzimmer. Ich glaube, unser Buch hat sich nicht gut verkauft. But people aren't interested in lost tribes, deforestation or global warming. We don't think about such things until it's too late. Ja, das stimmt wohl. Spirits of Amazonia von Jake Higgins. Eine Reise ins Herz des Dschungels. In seinem neuesten Buch entführt Dr. Jake Higgins seine Leser in eine faszinierende Reise durch die Tropenwälder Südamerikas. Jenseits von technologischem Fortschritt, moderner Medizin und den Annehmlichkeiten der Zivilisation hat er den verlorenen Stamm der Yabawaka gefunden. Obwohl dieses urtümliche Volk genauso lebt wie seine Vorfahren vor hunderten von Jahren, sind die Stammesangehörigen gesundheitlich in Topform. Aber nicht nur das, ihr Immunsystem bekämpft verschiedenste Krankheiten äußerst effektiv. Entdecken Sie erstaunliche indigene Kulturen. Abgeschnitten von der Welt haben die Yabawaka ihre einzigartige Kultur entwickelt, in der die harschen Lebensbedingungen im Dschungel nahtlos in eine tiefe Spiritualität übergehen. Erfahren Sie mehr über ungewöhnliche Bräuche und soziale Gefüge. Lesen Sie von lokalen Delikatessen und bestaunen Sie Legenden, die über viele Generationen überliefert wurden. Entdecken Sie Geheimnisse, die den Indios von ihrem toten Verwandten zugeflüstert wurden, und zwar in Ritualen, die sonst nirgendwo auf der Welt ausgeübt werden. Eine Lektion in Sachen Überleben. Kann ein Mann von heute die Annehmlichkeiten der Zivilisation hinter sich lassen und ein neues Leben im Einklang mit der Natur beginnen? Erfahren Sie, wie man unter extremen Bedingungen überleben kann. Was ist essbar, was nicht? Wie behandelt man einen Schlangenbiss? Und wie verhindert man Erkrankungen? Wecken Sie Ihre uralten Instinkte und folgen Sie der Spur der Yabawaka. Wer weiß, wohin Sie diese Reise führen könnte. Payment Request. Zahlungsaufforderung. Da Sie die Zahlung in Höhe von 70.000 US-Dollar für Ihr bezogenes Darlehen nicht entrichtet haben, bitte ich Sie hiermit um die Begleichung der genannten Summe innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt dieser Aufforderung. Falls innerhalb des genannten Zeitraums keine Zahlung in voller Höhe eingeht, werden wir Zinsen erheben und den Fall vor Gericht bringen, wofür Sie ebenfalls die Kosten zu tragen haben. Mit freundlichen Grüßen, M. Kimack. Noch eine Rechnung. Patientin Mia Higgins, Hauptversicherer Hepius Health Insurance. Aha, so eine Krankenversicherung. Zusätzlicher Versicherer nicht vorhanden. Rechnung für Krankenhausaufenthalt und Behandlung. Beschreibung, Summe, Medikamente $12.100. Zimmer, Krankenpflege $31.000. Medizinische, chirurgische Materialien $28.000. Labortests $11.000. Radiologie $15.000. Aufwachraum $2.500. Endoskopie $22.000. CT-Scan. MRT, Belehrung, Beratung, Operationssaal $35.000, Narkose $20. Blutbank, aha, Krankenhauseinrichtungen, Physiotherapie, Strahlentherapie, Ergotherapie, Gesamtkosten $200.000. Oh oh. Was ein Glück, dass wir Krankenversicherungen haben.
Lieber Dr. Higgins, da ich von Ihnen keine Antwort auf meinen letzten Brief erhalten habe, war ich so frei, Ihnen einen weiteren zu schreiben. Wie ich im letzten Schreiben bereits erwähnt habe, ist Omulu Corp. An mehreren Thesen aus Ihrem Buch interessiert. Genauer gesagt, sie deuten an, dass die Indios über außergewöhnlich effektive Arzneien verfügen, gehen dabei aber leider nie ins Detail. Falls Sie uns genauere Informationen liefern könnten, wäre Omulu Corp. gewillt, eine beträchtliche Summe in die Erforschung dieser Substanzen zu investieren. Ich kann verstehen, dass Sie dieser Zusammenarbeit zögerlich gegenüberstehen, aber bitte denken Sie daran, wie vielen Leuten Ihre Entdeckung helfen könnte. Wir könnten Patienten retten, die aktuell keine Chance aufs Überleben haben, aber nur mit Ihrer Hilfe. Sie befinden sich selbst in einer schwierigen Lage, deshalb sollte Ihnen bewusst sein, wie wichtig es ist, wenigstens nach neuen Lösungsansätzen zu suchen. Wir können einander helfen und viele Leben retten. Im Namen von Omulu Corp. möchte ich Sie zu einem Treffen einladen, idealerweise im Hauptsitz unseres Unternehmens. Falls Sie zustimmen sollten, uns in dieser Angelegenheit zu beraten, würden wir selbstverständlich jegliche Reisekosten übernehmen. Ich glaube, dass wir alle von dieser Zusammenarbeit profitieren könnten. Professor Dr. K. Kwiatek. They only care about themselves until tragedy strikes. People just don't care. Ja, das ist wohl wahr. It wasn't any different this time. No one took an interest in them. Unless there was some money to be made. Mhm. Noch ein Buch. Okay, das haben wir schon gelesen. Das ist der Brief. Ja, ich glaube, das lag auch da drüben eben, ne? Das lag ja hier auch, das Buch. Aber hier der Brief. Achso. Also die Story ist gerade irgendwie... You think I'm selfish just like everyone else, don't you? Maybe you're right. Maybe I should have just given up. Kann das sein, dass wir uns das alles nur eingebildet haben mit Mia? Dass Mia eigentlich die ganze Zeit irgendwie im Krankenhaus lag und wir aber schon für Omulu Corp. in den Urwald geflogen sind und dieses Flugzeug ist abgestürzt? Und wir waren da und haben uns das alles eingebildet mit Mia, was wir mit ihr besprochen haben. Kann das sein? Aber ich meine, sie scheint ja überlebt zu haben. What happened? Oder? Why are you here? I know what drove us. But it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Oder sie ist krank geworden und wir sind wieder zurück in den Dschungel und versuchen, die Arznei zu finden, um sie zu retten. Das könnte natürlich auch sein. Patientenakte. Abteilung für Onkologie, medizinische Vorgeschichte, Diagnose bösartiger Tumor im linken Lungenflügel, metastasenbildende Veränderungen im rechten Lungenflügel, metastasenbildende Veränderungen in den Lymphknoten nahe der Luftröhrengabelung. Okay, das ist halt heftig alles, ne? Zugrunde liegende Erkrankungen, Komplikationen, anhaltender Husten, atherosklerotische Läsion in der Aorta, Bluthochdruck, Schilddrüsenüberfunktion, degenerative Veränderung der Wirbelsäule, Schmerzen in der linken Schulter, Behandlung, eingeleitete medizinische Behandlung und Eingriffe, CT-Scan der Brust, zeigte eine polyzyklische tumoröse Infiltration in den Abschnitten 7, 9 und 10 des linken Lungenflügels mit einer Größe von 60 x 65 x 48 mm und einen Knoten mit einem Durchmesser von 8 mm in den Abschnitten 6, 7 des rechten Lungenflügels. Lymphknoten an der Luftröhre sind auf 14 mm vergrößert, Luftröhre und Hauptbronchien sind unauffällig. Krebsdiagnose wurde auf Basis der Untersuchung des bei der Biopsie des Lungentumors entnommenen Gewebes gestellt. Eingeleitete chirurgische Behandlung und Eingriffe, Injektion oder Infusion eines chemotherapeutischen Krebsmedikaments als Teil der palliativen Chemotherapie. Empfehlung hinsichtlich künftiger Behandlung, weitere palliative Behandlung empfohlen. Oh oh. Jupe de Livro. Ein mittelmäßiges Buch für Liebhaber. Folgende
folgend eine der größten Herausforderungen der Medizin. Wie können wir sicherstellen, dass alternde Gesellschaften gesund bleiben? Unsere Leben werden länger, doch je älter wir werden, desto angreifbarer werden wir für diverse Leiden und Erkrankungen. In seinem Buch Die Geister von Amazonien versucht Jake Higgins, die Leser mit einer Geschichte über die Indios zu ködern, die angeblich niemals krank werden. Wer dieses Buch allerdings kauft, um ein Rezept für ein Allheilmittel zu finden, dem steht eine herbe Enttäuschung bevor. Bis vor kurzem hat der Yabawaka-Stamm in völliger Isolation gelebt. Jake Higgins hat ihn als erster entdeckt und so, sagt er, seine Geheimnisse in Erfahrung gebracht. Falls das stimmt, enthüllt er in seinem Buch auf jeden Fall... Als das stimmt, enthüllt er sie in seinem Buch auf jeden Fall nicht. Stattdessen redet er um das Thema herum und versichert uns alle paar Seiten eifrig, welch ungewöhnliche Immunität die Yabawaka doch besitzen, ohne ins Detail zu gehen. Er lockt uns mit Beschreibungen von Kräutern und Pilzen, die letztendlich doch keine ungewöhnlichen Eigenschaften aufweisen. An anderen Stellen stellt er medizinische Rituale vor, die einem Leser, der mit moderner Medizin aufgewachsen ist, eher schädlich als heilend vorkommen. Es ist schwer zu sagen, ob der Autor seine Gedanken einfach nicht geordnet zu Papier bringen konnte, ob die Indios ihm doch nicht die Wahrheit verraten haben oder ob dieser ganze Hype um die ewige Gesundheit letztlich nur ein billiger Markentrick ist. Jetzt wissen wir, was nicht im Buch steht, aber was steht drin? Vor allem Beschreibungen aus den alltäglichen Dschungelleben der Indios, die keinen Zugriff auf Elektrizität oder Internet haben und mit primitiven Werkzeugen arbeiten. Zwar sind die Schilderungen interessant, aber ihre Bräuche, Kultur und Religion unterscheiden sich nicht genug von denen ähnlicher Stämme, um Higgins offenbarerisches Gehabe zu rechtfertigen. Manch einem wird sich die Frage aufdrängen, ob es sich gelohnt hat, den Frieden dieses Volks zu stören, nur um ein Buch mit so wenig Mehrwert zu schreiben. Dementsprechend kann man dieses Buch nur denen empfehlen, die sich sehr für die Kultur indigener südamerikanischer Völker oder längst vergessener Zivilisationen begeistern können. Die Bräuche der Indios, die jenseits der modernen Technologie leben, können für Liebhaber zweifellos eine Faszination ausüben. Alle anderen Leser müssen sich auf eine Enttäuschung einstellen. Boah, das ist eine harte Review, ne? So, wo ist denn die Tür hin? Mia, I didn't know. Okay, ich dachte für einen Augenblick, wir wären vielleicht hier raus. Okay. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du krank bist? Wir wussten es gar nicht, oder was? Yeah, I drank another dose of ayahuasca and... But why didn't you tell me you were sick? Jake. Is that why we were here? Yabawaka have a remedy and we were going to get it for you? If only it was that simple. I would have told you already. Then why don't you just do it? I'm afraid you won't get back to me, and all I want is for you to be safe. Whatever it is, Mia, please tell me. Please, Jake, just keep going. If you can't make it, neither can I. Let's just not bring this up again until you're safe, okay? I don't understand any of it. But I know I have to find you. Let's just focus on that, please. Let's just focus on that, please. Puh. Die sind alle leer. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das dann jetzt weitergehen wird. Also der Durchgang wird jetzt wahrscheinlich offen sein, ne? Die Karte ist jetzt natürlich verbrannt. Okay, wie spät haben wir? 12.54 Uhr. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Sorry. Was ist eigentlich hier mit dem Seerosen-Dingsbums? Kann man das...
Die Neria, weil die brauchen wir gerade nicht. Wir haben ja Verbände, ne? Aber diese Seerosendinger da herstellen. Kann man auch essen. Minus 2 Lebensmittelvergiftung. Ah ja, okay. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. So, jetzt müssen wir hier hoch, ne? Das ist ja jetzt hier offen. Wir gehen jetzt genau nach... Ja, so ein bisschen nach Südosten. Ach ne, da war zu, ne? Glaube ich. Da war das Ding zu. Ja, genau. So. Der Durchgang ist offen. Checken. Seile haben wir brauchen Stöcke. Eieieiei. Also hier geht's halt richtig steil bergab, ne? Da geht's direkt auf direktem Weg zum Orthopäden. Ich probiere das lieber nicht aus. Was ist denn das für ein Teil eigentlich? Goliath-Vogelspinne. Ist doch eine andere, oder nicht? Die kann man, glaube ich, essen. Nehmen Sie mal mit. Huch. Ein bisschen Zuckung in dem Finger. Warte mal. Nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Das mit, das mit. Hier liegen keine Nüsse, wa? Mist. Das sieht doch einladend aus da vorne. Na, pass auf, das erste, was wir gleich sehen. Wir kommen da runter. Ich wollte sagen, das erste, was wir sehen, ist ein Krokodil, wollte ich gerade sagen. Guck mal, was da hochgestapft kommt. Ich glaub's nicht. Ich wollte das gerade aus Spaß sagen. Das erste, was wir sehen, wenn wir da unten an den Seerosen sind, ist ein Krokodil. Guck mal, was da hochgelatscht kommt. Hier. Der dicke Ferdinand. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Das glaube ich jetzt nicht. Ey, warst du im Zirkus früher? Das ist ein Zirkuskrokodil. Ey, scheiße. Ey, so ein Kack. Was mach ich denn jetzt? Bitte despawnen. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich gegen ein Krokodil wehren soll. Das gibt's doch nicht. Ich hab gerade ein Krokodil erschossen. Da unten liegt's. Da. Boah, Mann. Scheiße. Okay, also mit 2 Pfeilen in den Kopf kriegt man's runter, kriegt man's platt. Das geht, alles klar.
Wir haben, wie viele Pfeile haben wir denn noch? 8 jetzt. Die 2 Pfeile sind ja logischerweise mit da runter geplumpst jetzt. Dann holen wir uns mal da unten den Tukan-Körper oder Papageien-Körper oder was da rumschimmelt. Den nehmen wir uns mal mit. Beziehungsweise wir sammeln den direkt. Ich wollte gerade sagen, guck mal hier, da sieht es aber schön aus. Ey, da kommt da dieser... Ah, hier gibt es auch Kröten, Fallgefrösche. Das ist auch ganz gut. Die nehmen wir mal mit. Seerosen, da ist auch irgendwas Dickes geschwommen. Ach, das sind diese komischen Fische, die haben wir mal ganz am Anfang gesehen. Ich will gar nicht wissen, was hier alles in dem Fluss schwimmt. Oh ne, jetzt sind wir überladen. Ey, das kann jetzt wegen einem Stock. Wegen einem einzigen Stock. Wie gut ist noch unsere Rüstung? 43. 50. 56. 56. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Wir haben zwar Koordinaten 36, 27. 36, 27. Also wir sind jetzt irgendwo hier. Aber wir haben keine Karte. Es könnte natürlich eine geben irgendwo. Wie spät haben wir denn? 16.23 Uhr. Also wir brauchen dringend auch was zu pennen dann. Ich vermute mal, wir müssen wieder irgendwie so ein... Wir müssen wieder irgendwie so ein Lager finden oder so und dann könnte da eventuell eine Karte rumliegen, so wie beim ersten Lager ganz am Anfang auch. Ist mal eine Vermutung, aber ob das jetzt so stimmt... Ich schwimme mal gerade hier rein. Macht das Sinn, dass wir uns hier irgendwas hinbauen? Das könnte vielleicht ganz gut sein für einen Anfang. Hier gibt es auf jeden Fall so ein paar Palmblätter und sowas. Ich mache mir mal hier auf jeden Fall irgendwie ein Bett hin. Nee. Wo war das blöde Ding denn jetzt? Das Palmbett-Teil da. Ich finde das nie. Ich finde nie diese scheiß Betten. Hüttenunterstand. Unterstand. Das Ding, das machen wir mal einfach hier hin. Palmblätter. Oh, das sind keine Palmblätter. Shit.
Jetzt haben wir einen Blätterhaufen gesammelt und sind deswegen überladen. Okay. Ich dachte, wir könnten hier raus. Aha. Oh, jetzt sind die alle da reingeplumpt. Shit. Ich stehe hier nicht raus. Na gut, dann gehen wir da rüber. So, die hat man dann trotzdem noch auf dem Arm, oder was? Ah, er nimmt die dann doch noch mit. So, noch 7 Stück. Warte mal, kann ich mir hier... Liegt hier noch was? Nee. Boah. Kann man die auch unter Wasser sammeln? Die müssten doch hier rumliegen. Nee, scheinbar nicht, ne? Bitte lass hier kein Krokodil drin sein, ey. Sechs Stück kann ich tragen. Ich sehe den Baumstamm kaum noch, ne? So, jetzt fehlt uns noch eins von den blöden Dingern. War das doch. So, und dann haben wir es aber auch. Haben uns noch einen Igel eingefangen, das ist natürlich sehr schön. Ist klasse. So, dann lass mal schnell gucken. Also, wo hängt das blöde Teil? Ich sehe ihn nicht mehr. Irgendwo muss noch was sein, aber ich weiß nicht wo. Vielleicht sehe ich hier ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Kein Plan, wo dieser Igel sein soll. Na gut, dann schlafe ich jetzt hier und wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Und dann können wir mal im Hellen gucken irgendwie, wie es denn hier aussieht. Also wir müssen uns auf jeden Fall als allererstes irgendwie ein Lager bauen. Das ist das Erste, was wir brauchen. Hier ist halt für den Anfang ganz gut, weil ich glaube, hier wäre das Feuer auch geschützt. Ich weiß nicht, ob es hier am Brennen bleibt. Es steht ein bisschen weit vorne. Ich hätte es besser hier vielleicht hier hinten hingebaut. Aber ich glaube, ich werde mir hier erstmal provisorisch was hinbasteln. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht hier in Green Hell. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.